Und der Özdemir, das ist ein Mensch, der mit der Landwirtschaft nichts zu tun hatte. Der ist eingesetzt worden, weil er sie zerstören soll. Oha, meine Lieben, das ist aber ein harter Vorwurf. Das würde ich mir gerne ein bisschen länger anschauen und ihr bestimmt auch. Das Interview auf den Bauernprotesten in Berlin mit Petr Bistron führt übrigens mein Kollege Björn Banane. Quelle findet ihr hier drunter. Und damit begrüße ich euch beim Deutschlandkurier. Ich sehe überhaupt gar keine anderen Parteiabgeordneten hier. Das ist falsch. Carsten Hilse ist da, mein Kollege Kleinwächter ist auch da. Also es sind einige von der AfD sicher schon hier unterwegs. Dann habe ich mich falsch ausgedrückt. Ich sehe von anderen Parteien keine Abgeordneten hier. Naja, gegen die Abgeordneten demonstrieren die Menschen und die werden wahrscheinlich den Teufel tun, sich wie Habeck neulich da in Norddeutschland auspfeifen zu lassen. Ja. Der Diskurs, der müsste ja stattfinden. Ja gut, aber das ist die Fehlannahme, dass es da noch irgendwas zu diskutieren gibt. Die Bauern denken, diese Regierung ist unfähig oder diese Regierung würde nicht verstehen, was sie da tut. Nein, das Gegenteil ist wahr. Es ist Vorsatz. Diese Leute sind des deswegen ausgesucht und eingesetzt worden, damit sie genau das tun, was sie jetzt tun. Und der Özdemir ist das beste Beispiel dafür. Das ist ein Mensch, der mit der Landwirtschaft nichts zu tun hatte. Der ist eingesetzt worden, weil er sie zerstören soll. Dem ist die deutsche Landwirtschaft doch völlig egal. Und deswegen macht er das, ohne mit der Wimper zu zucken. Und wer ist das für ein Mensch? Der war doch schon hier raus. Der hatte eine Affäre schon vor Jahren, die Malzen-Mohr-Affäre, deswegen musste er zurücktreten, der war schon weg vom Fenster. Dann haben sie ihn reingeholt über die USA, dann über das Europäische Parlament. Jetzt ist er wieder da, plötzlich Minister und für die Landwirtschaft, obwohl er nie was mit Landwirtschaft zu tun hatte. Das sind die Hintergründe, das muss man verstehen und dann weiß man, was hier abläuft. Tja, meine Lieben, was gibt's da noch hinzuzufügen, außer vielleicht ist hier die Sache ziemlich ähnlich. Dennoch habe ich Petr Bistron gefragt, ob er heute noch hinter dem Zitat steht, ob wir das so bringen können oder ob er das vielleicht nur so aus einer Laune herausgesagt hat. Nicht, dass der Özdemir ihn noch anzeigt wegen übler Nachrede oder was weiß ich. Aber er sagte nur ganz lässig, nein, nein, das kann man schon so sagen. Das ist eine politische Meinungsäußerung. Meine Lieben, Olli Rhein macht weiter und bis später.